Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal und heute natürlich wieder zu einer weiteren Folge des Manager Battles. Wir sind hier in der Champions League gegen Real Madrid. Wir sind momentan Dritter sind wir, Entschuldigung. Und ja, 3 Punkte nach 2 Spielen haben wir gegen Gladbach verloren. Das war, ich sag mal, eher kritisch, denn wir wollen natürlich mehr oder weniger eher Siege einfahren. Und in der Champions League weiterkommen, wie gesagt, gegen Real Madrid und generell Champions League Spiele werden wir schnell simulieren. Das habe ich ja auch schon in den letzten, bei den letzten Malen so gemacht. Ein echtes hier Inter Mailand raus. Also die sind komplett raus aus der Champions League. Die sind nicht mehr in die Euro League, die sind halt einfach raus. Ich lasse hier einfach mal Tolisso spielen, weil doch, das sind schon ein paar Spieler erschöpft. Dann lasse ich hier Stones, Chiellini als Abwehrchef in die Mitte. Und dann würde ich sagen, Schnellsimulation. Hoffentlich können wir das Spiel vielleicht sogar gewinnen. Das wäre sehr cool. Aber wir verlieren. Kane trifft, Hazard und Benzema war jedoch bei Real Madrid. Und damit haben wir das erste Spiel am heutigen Tag leider schon verloren. Und haben dabei nach 3 Spielen, 3 Punkte nur geholt in der Champions League. Und das erste Spiel müssen wir natürlich spielen, weil es das Milan-Derby ist. Oder das Mailand-Derby, besser gesagt. Ich werde hier, ja, mit genau der Mannschaft reingehen, wobei, weiß ich nicht, Chiellini ist nochmal um 1 runtergegangen, was natürlich nicht gut ist, weil der wird jetzt schon immer wieder schlechter, der hat jetzt schon 2 Gesamtstrecken verloren und damit ist er auch gar nicht mehr der beste Innenverteidiger. John Stones spielt auch hier wieder an erster Stelle am heutigen Tage, Ronaldo wird spielen, denke ich mal, Player. Ja, Hakimi geht raus und Marino darf heute spielen, der soll natürlich auch schön hochgehen mit den Gesamtstärken und dann würde ich sagen, spielen wir das Spiel hier. Haben die Aranguiz geholt, Hauge spielt tatsächlich im Sturm, das ist eigentlich ein Linksflügelspieler. Naja, egal, gehen wir ins Spiel und hoffen, dass wir das gewinnen können. In den ersten 45 Minuten passiert einfach mal rein gar nichts. Wir sind vielleicht die bisschen bessere Mannschaft, wahrscheinlich sind wir doch schon die bessere Mannschaft, aber nicht wirklich krass stark. Die viel bessere Mannschaft. Wir haben auch nur 73% Passgenauigkeit, was nicht so gut ist. Und die Gegner, die sind, sie haben zwar anscheinend 52% Ballbesitz, aber mir kommt es vor, als ob ich mehr Ballbesitz hätte. Ich habe es immer wieder mal versucht zu schießen, 4 Mal insgesamt, 2 Mal ging es davon aufs Tor, war halt einfach nicht gefährlich genug. Ich hoffe, dass es sich in der zweiten Halbzeit ändert. Dafür holen wir uns einen Spieler rein, der etwas schneller ist mit Alisson Flair. Der könnte richtig, richtig krass werden noch, weil der relativ gespielt hat in den letzten Malen oder bei den letzten Malen. Und im Mittelfeld will ich da Brozovic, Barella spielen lassen. Auch nochmal 4 bisschen mehr Tempo. Und jetzt melde ich mich das erste Mal aus dem Spiel, denn Rashford hat sich schwer anscheinend verletzt, denn jetzt gibt es die Animation und das ist nicht so gut. Dafür kommt natürlich Coman. Zum Glück haben wir ausgerechnet auf diese Position einen richtig starken Backup geholt, der nur einer Gesamtstärke schlechter ist. Die hat das mal versucht, aber den hat auch Donnarumma easy gehabt, also das hätte ich auch nicht kommentieren müssen. Jetzt kommt Coman. Also, der kann vielleicht nochmal ein bisschen Power bringen, aber jetzt haben wir ja keine Wechselmöglichkeit mehr, denn ich wollte eigentlich jemand anderen nach einer Zeit bringen. Jetzt Cristiano Ronaldo 1:0, wir lassen die Gegner gar nicht mehr ins Spiel kommen. Und das war jetzt letztendlich auch komplett verdient. Cristiano Ronaldo macht seinen 4. Treffer, glaube ich, ist es. Das ist, wie gesagt, komplett verdient. Die Gegner hatten gar keine Chance mehr. Also, der AC Mailand, der wurde nur noch hinten reingedrückt. Letztendlich war das dann auch gar nicht mehr so ein Riesending von Ronaldo. Kleines kurze Eck, das ist immer dann schon ein Stückchen besser. Aber jetzt ist es hochverdient und Donnarumma hat jetzt auch schon ein paar Mal gesaved, wo ich auch einfach gar nichts dazu kommentiert habe, was aber eigentlich auch komplett verdiente Tore gewesen wären. Also, wir schießen die ganze Zeit aufs Tor, wir drücken extrem und es sind momentan die viel bessere Mannschaft. Hier gewinnen wir gleich nochmal den Ball. Und jetzt Cristiano Ronaldo, Riesenchance, das muss das 2:0 sein, Donnarumma hält sie wieder einmal im Spiel, also mittlerweile wird es jetzt schon etwas gruselig, was wir an Chancen vergeben. Oh, der muss rein, hätte den Donnarumma nicht mehr gehabt, dann wäre das wohl ein Tor gewesen, die Ecke nehmen wir noch mit, aber aus der wird wahrscheinlich nichts mehr, es sei denn jetzt im Nachhinein noch Stones, Barella, Coman läuft außen und der ist aus, okay, das wird auch nichts. Und damit sollte jetzt auch das Spiel aus sein. Und wir gewinnen das mit 1:0. Hätten es aber auch durchaus verdient gehabt, wenn wir das nochmal etwas höher gewinnen. Haben letztendlich dann doch schon sehr drückend gespielt.
Ihr seht, bei den Gegnern hat sich einfach mal gar nichts getan, was die Schussstatistik angeht. Der Ballbesitz hat sich ein bisschen getauscht. Ich glaube, generell hat sich alles getauscht. Unsere Passgenauigkeit war auch in diesem Spiel einfach gar nicht on point. 79% ist echt nicht viel. Aber ihr seht, wir hatten jetzt letztendlich 13 Schüsse. Wir haben die zweite Halbzeit eben 9 Schüsse nochmal gemacht und haben nur ein Tor geschossen. Also insgesamt war das schon sehr verdient. In der ersten Halbzeit wäre eine Führung definitiv nicht verdient gewesen, aber in der zweiten letztendlich war sie mega verdient, wir hätten höher gewinnen müssen. Und jetzt kommt die bittere Nachricht, Marcus Rashford fällt für 7 Monate aus. Ich weiß nicht mal, ob das nicht schon das komplette Saison aus ist und damit auch das komplette Aus in dieser kompletten Serie. Also das wäre schon sehr bitter, wenn wir uns den Spieler für so teuer vor allem geholt haben und dann letztendlich ist er 7 Monate verletzt. Aber zum Glück haben wir uns eben Kingsley Coman geholt. Der soll das Ganze wohl dann jetzt machen. Also ich vertraue ihm definitiv, dass er das da ganz gut macht auf der linken Seite. Aber das ist schon bitter für Rashford auch. Das zweite Spiel der Folge gegen Parma werden wir natürlich per Simulation gehen. Müssen aber ja gut durchrotieren, weil ihr seht es ja selbst, die meisten Spieler sind platt. Und das wollen wir natürlich nicht. Die sollten nicht platt sein, die sollten spielen. Stones, der hat Stamm gespielt und ist nicht platt. Das ist tatsächlich was Komisches und die anderen schon egal. Wir gehen dann in diese Simulation rein und hoffen, dass wir das dann letztendlich auch gewinnen können. Endlich wieder mal in der Simulation und nicht unentschieden oder verlieren. Das wäre sehr, sehr gut. Nach 45 Minuten passiert wie sonst auch immer einfach mal gar nichts. Wir haben 80% Ballbesitz und hatten noch keinen einzigen Schuss. Also was wir teilweise auch zusammenspielen, habe ich auch gar keine Ahnung. Also da wundert es mich nicht, dass wir keine Tore schießen. Ja, wechseln werde ich jetzt einfach mal nicht, weil sowieso jeder platt ist. Und da die werde ich erst eher gegen Schlussphase einwechseln, wo ich meine, wo sie dann auch gar nicht mehr im dritten Spiel heute, dass sie da auch nicht noch komplett platt sind. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Wenn ich sie jetzt einwechsle, dann verlieren sie wieder sehr viel Ausdauer und dann sind sie wieder sehr platt im dritten Spiel und das will ich nicht. Ich glaube, jetzt habe ich es ganz gut erklärt. Hoffentlich können wir jetzt irgendwie die erste Chance erwirtschaften, sage ich jetzt mal. Aber dafür brauchen wir den Ball. Und den Ball bekommen wir gerade einfach nicht. Ja, ich melde mich dann, wenn es hoffentlich was zu berichten gibt. Jetzt endlich mal die Chance und Harry Kane. Es geht doch. Er trifft zum 1:0 und ich hab ihn auch direkt ausgewechselt gehabt. 81. Minute. Es klappt irgendwie doch. Ich verstehe nicht wie, aber es klappt. Oh, das ist auch einfach mal hochverdient und auch sehr, sehr notwendig, wenn wir den oben wirklich anpacken wollen und nach oben einfach dranbleiben wollen. Und das Spiel ist damit aus. Wir gewinnen insgesamt mit 1:0, wie im ersten Spiel. Aber hier ist es ein bisschen unverdienter, aber im Endeffekt trotzdem verdient. Und damit haben wir 2 Siege die Folge und sind weiterhin auf Platz 3 mit 25 Punkten, aber auch nur 2 Punkte von Platz 1, Piemonte Calcio entfernt. Das bedeutet, wir bleiben definitiv sehr, sehr nah dran. Und so gehe ich dann in das zweite Spiel rein. Chiellini ist tatsächlich nochmal um 1 hochgegangen. Das ist natürlich sehr nice, wenn der erst um 1 runter geht, dann um 1 hoch. Und jetzt spielt tatsächlich Alexis Sanchez ein aussortierter. Von Anfang an, weil Coman ein bisschen erschöpft ist. Also ab ins letzte Spiel dieser Folge. Wenn wir da wieder gewinnen mit 1:0, bin ich vollkommen gut mit, denn dann haben wir kein Gegentor bekommen und dafür 1 geschossen. Das zeugt von defensiver Stärke. Und jetzt die erste Chance und den hat der Keeper. Darauf gibt es erstmal eine Ecke. 24. Minute, die wir getreten. Die geht aufs Tor. Das ist ein Tor. Harry Kane, Digga, WTF. Der kommt richtig, richtig stark. Jetzt zurück wieder. Der hat jetzt sein 10. Saisontor gemacht. Der ist absolut stark dabei, dieser Harry Kane. Zur Halbzeit steht 1:0. Ich habe gesagt, wenn ich 1:0 gewinne, dann bin ich vollkommen gut mit. Und das bin ich auch nach wie vor. Wenn wir dann 1:0 gewinnen, dann nehme ich das ganz gerne mit. Experiment, wir werden Play jetzt einfach mal auf links außen spielen lassen und schauen, ob der dort auch ganz gut spielen kann. Alexis Sanchez, wie gesagt, ist eigentlich aussortiert, aber wir wollten ihm jetzt einfach mal eine Chance geben, weil ich meine, Coman ist auch ein bisschen erschöpft. Ich meine, Rashford ist verletzt, da muss Coman schon ziemlich viel spielen. Und es steht 2:0. Die Nummer 23, Nicolò Barella, trifft. Der wollte mehr spielen, hat er mir gesagt. Ich lasse ihn spielen und er zahlt uns das relativ gut zurück mit diesem Tor. Also 2:0. Ich denke, das Spiel ist durch. Ich glaube nicht, dass die Gegner nicht noch kommen, weil ich meine, die spielen schon sehr viele Fehlpässe, wie zum Beispiel jetzt hier. Und jetzt kommen wir durch, wenn Ronaldo ein bisschen Gas geben würde. Und dann spielt er den Ball in der Mitte, alles am Player. 3:0. Der Typ hat jetzt, glaube ich, schon 5 Saisontore oder so. Also als Einwechselspieler ist der auch einfach unfassbar gut. Ich wollte ihn mal links
an der linken Seite als linker Flügelspieler spielen lassen und er kann das auch. Er kann das. Er ist perfekt für die Position, auch einfach ja, gedacht, natürlich auch für einen Stürmer. Also der Typ ist generell auch multitaskingfähig, was die Position angeht und sehr variabel einsetzbar. Jetzt geht's einfach gerade zurück, Junge nach vorne. Naja, egal. Und hier ist Nicolò Barella, wollte den Ball in die Mitte spielen, klappt nicht. Nicolò Barella, Doppelpack, jawohl. 4:0. Das ist auch einfach so gut. Also jetzt zerlegen wir sie komplett. Das will ich aber auch genau so sehen. Und jetzt Ronaldo 5:0. Jetzt auch noch Cristiano. Stark. Einfach nur stark von uns gespielt. Damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 5:0 letztendlich dann. Es muss verdient sein. Die Gegner haben 0 Schüsse. Und wenn wir 5:0 gewinnen, dann ist das wohl nicht unverdient. Sage ich zumindest. Also, das nehme ich definitiv mit und damit sollten wir eigentlich fast die meisten Tore in der Liga haben. Und dann geht das nächste Spiel wieder mal gegen Real Madrid dran. Aber das dann nächste Folge. Also, würde ich sagen, wir sehen uns dann eben in der nächsten Folge. Jetzt kommt nichts mehr. Ich glaube, Max habe ich schon wieder gezeigt. Also, bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge des De Milanos Manager Battles. Ja, und heute haben wir hier nur schwierige Spiele vor uns. Dortmund Champions League. Gegen Juventus müssen wir ran. Wir werden, denke ich mal, bis hierhin machen, bis zum 21. Oktober. Das Ding ist halt, wir haben halt jetzt nicht so eine schwierige Champions League Gruppe. Wir haben halt bei uns halt schon Dortmund halt mit dabei. Die sind halt echt stark. Und sonst haben wir nur noch Brügge und Pao Kaneide, Athen. Und dann halt noch Pao, Tinakos, Athen, ihr wisst, was ich meine. Deswegen werden wir einfach gegen Athen und gegen Brügge einfach immer simulieren und dann das letzte Spiel gegen Dortmund spielen. Das heißt, das Wort gegen Juve spielen, weil das wird echt schwierig und jetzt immer auch, ich kann's echt noch nicht. So, Aufstellung sieht folgendermaßen aus. Ich denke mal, wir werden so rein starten. Unsere Mannschaft ist richtig gut drauf. Wir haben Goyer ist auf einer 85, Modric auf einer 90, Çalhanoğlu auf einer 85, Thuram 83, Donnarumma auf einer 89. Also ich hoffe, die lassen sich auch alle so spielen gegen Juve. Wird mega schwer. Ronaldo Depay im Sturm, holy shit dahinter. Dybala, das ist krank, das ist einfach nur. So, ich spiele natürlich zu Hause im San Siro und ja. Ich bin mal gespannt, ob wir unsere Siegesserie fortsetzen können gegen die beste Mannschaft aus Italien. Da haben wir jetzt Zlatan. Ach, fast der erste Abschluss. Azpilicueta schön mitgelaufen. Ach, was nicht? Lol. EA Sports. It's in the game. Okay, mal ganz kurz. Das Tor ist lucky, keine Frage, aber war der Ball nicht vorher sogar im Aus? Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir uns auf jeden Fall jetzt gerade mal angucken. Da, das sieht nämlich total so aus, als wäre er im Aus. Ja, und dann hat Modric auch kein Problem reinzumachen, aber fast wäre, glaube ich, Klinis, das wäre dann noch fast dazwischen gekommen. Aber nur gut, das Tor nehmen wir mit, weil ja gut, war halt Fehler von Juve halt selber, ne? Das müssen wir da eiskalt ausnutzen. Und dann, das macht jetzt mal ordentlich Tempo. Und da ist Zlatan. Nein, jetzt haben sie eine gute Möglichkeit. Romagnoli ist aber da. Let's go, Jungs. Wir stehen noch richtig gut. Ja, jetzt wird Hakan geschickt. Hakan Çalhanoğlu. Mit dem Lacroquette um Heel zu Heel. Versucht er dran vorbeizugehen. Bringt den Ball sogar noch in die Mitte. Aber kann leider kein Abnehmer. Schöner Ball auf Marcus Thuram. Er hat jetzt die Möglichkeit, das 2:0 zu machen. Let's fucking go, Jungs. Ich wollte ihn erst rausnehmen und Leao reinbringen, weil er hat mir in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen, der Marcus Thuram. Aber, nun gut, er beweist, dass er vielleicht auch eine Halbzeit braucht, um ein bisschen sich reinzufinden. Und jetzt macht er halt das Tor. Aber auch der Ball von Tonali, meine ich, war exzellent. Da ist Platz für Leao. Er wurde gerade eingewechselt. Bisschen zu weit vorgelegt, ist ihm egal, wenn man das 3:0, das ist die Entscheidung. Ja,
Es läuft richtig, richtig gut irgendwie in den letzten Spielen. Ich hoffe, das geht gleich mit Simulation so weiter. Das müsste eigentlich die Entscheidung gewesen sein. Ja, hätte mal Bernadessi den Ball gerade eben lieber mal reingemacht. Schöner Ball auf Luka Modric. Auf Luka Modric spielt den Ball rüber. Pepe mit seinem Joker-Tor, sage ich jetzt mal. 4-0. Ja, jetzt sind die alle vorne, müssen nur nach vorne spielen. Absoluter Kantersieg gegen Juventus Turin. Hätte mir das vorher einer gesagt, dann hätte ich gesagt, ich glaube eher nicht. Pepe wieder komplett frei. Probiert's mal mit rechts. Aber wir haben hier nochmal die Möglichkeit, vielleicht auf Thuram. Macht das gut. Okay, das war's. Die Partie ist vorbei. Ich hätte gerne noch den Angriff mitgenommen, weil wir müssen auch aufs Torverhältnis halt achten. Aber 4-0 gegen Juventus Turin, aka Piemonte Calcio, ist verdammt stark. Klar, mit dem ersten Treffer war es schon ein bisschen komisch, aber ich denke mal, es geht komplett in Ordnung, weil die kam auch nicht mal wirklich. So, und zwar spielen wir jetzt in der 4-4-2 mit Pepe und Brahim auf den Außen, Bernasser, Modric in der Mitte. Leo darf mal von Beginn an ran. Ja, wir werden das Ganze simulieren. Ja, ich hoffe, also ich bin schon beim Unentschieden zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Aber, nun gut, die haben halt auch eine echt gute Mannschaft, das steht fest. Stara. Schön wiedergeholt. Abschluss Ibra. Gehalten von Böki. Jetzt vielleicht Kopfballtor. Ja, schwach verteidigt, 1-0. Ach, das ist schlecht, Leute. Wir machen das Spiel und dann... Komm schon, let's go! Leo, Junge, ich wusste, dass du mal von Beginn an ran musst, Alter. Schöner Pass auf außen, Thuram. Let's go. Auf Ibra, Abschluss, let's go, Zlatan Ibrahimovic. Ich hab doch gesagt, der Typ, der ist trotz seinen 39 Jahren noch der absolute GOAT. Junge, holy shit. Nein, jetzt kommt Dortmund nochmal nach vorne, nachdem ich gerade ausgewechselt habe. Das ist zum Kotzen, ist das. Nein, wieder der BVB. Das ist unglaublich, das kann nicht wahr sein, Alter. Es ist so schlecht. Jungs, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Jetzt macht noch mal Tempo. Ja. Erstmal, wenn nur noch 3 Minuten zu spielen sind, nochmal schön hinten Spielaufbau machen. Das ist doch, das ärgert mich richtig. Können wir nicht mal ein Unentschieden mitnehmen, Mann. Aber egal, wir sind in der Liga dafür ganz gut. Wir haben da zwar 2-mal verloren, glaube ich. Wir haben 3-mal Unentschieden gespielt und 1-mal verloren. So war das, glaube ich. So, wir haben hier nochmal ein Scouting-Update. Okay, das war... Oh mein Gott. Holy shit. Was sind das hier für Talente? Okay, die beiden vom Anfang... Den nehmen wir auch nicht, damit vielleicht das Potenzial hat. Die waren krank. So, jetzt geht's ran gegen Benevento Calcio. Also, wenn wir hier keinen Sieg mitnehmen, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt auch mal in die IV Musaccio Caldara gepackt. Vorne im Sturm wieder Leao von Beginn an. Sonst eigentlich... So, das Beste, was wir bieten können. Ja, also hier müssen wir ganz klar einen Sieg mitnehmen, sonst bin ich absolut enttäuscht. Bitte, schieß den Ball rein. Jawohl, Hakan Çalhanoğlu, let's go. Jawohl, bitte. 2-0, let's go, Luka Modric, let's go, Mann. Jetzt können wir auch mal wechseln. Nice, 3-0. Ich war gerade ein bisschen überfordert, weil ich, oh mein Gott, ich dachte gerade, hä, was geht denn jetzt ab? Aber, weil oben rechts ist ja das AC Mainz Logo und unten das Roda, wir sind ja eigentlich Türkis, was heißt Türkis, Magenta, Blau, ach, keine Ahnung, was für eine Farbe ist. Aber, ja, deswegen war ich gerade ein bisschen überfordert. Ich habe die ganze Zeit Ibra gesucht, ich habe den nur eingewechselt, weil der hat ja die Nummer 11. Aber alles gut, ich bin einfach maximal lost bin ich. Das war's, wir gewinnen das Ganze mit 13-0, Çalhanoğlu im Doppelpack. Let's go, Jungs. War auch ein Pflichtsieger. Hätten wir das nicht gewonnen, dann... Ja. Jawohl, jawohl. 4-1 der Ramm im Doppelpack. Let's go. Dann werden wir es überspringen, weil
Das sollten wir gewinnen, ja, haben wir sogar geschafft. Tatsächlich. Ja, jetzt geht's ran noch gegen Brügge. Ich gehe mal stark von aus, dass wir weiterkommen sollten. Ja, einfach aus dem Grund, weil die Mannschaften unter uns halt jetzt nicht gerade die besten sind. Pepe hat halt gut gespielt, deswegen will ich ihn nochmal spielen lassen. Modric halt auch. Guillet haben wir lange nicht mehr spielen lassen, genauso wenig wie Tonali. Ja, wir lassen die beiden nochmal spielen. Und dann, ja, passt das auch schon. Dann darf nochmal in der Champions League der gute Caldara ran. Und, ja. Und natürlich die beiden vorne im Sturm. Da wird Leao mal eingewechselt, genauso wie Bennacer. Das sollte schon so passen. Jawohl, 1-0 durch Chananuru. Jungs, ohne Witz, ich weiß nicht, was los ist, was in der ersten Episode los war, dass wir da so verkackt haben. Jetzt sind wir so on fire. Wir haben heute 5 Spiele, glaube ich, gemacht, davon bisher nur 1 verloren. Ja gut, der Gegner ist auch Dortmund und das hätten wir auch gewinnen können, mindestens ein Unentschieden. Und deswegen, also ich bin mega zufrieden mit der Mannschaft. Also das Spiel ist hier noch nicht vorbei, weil sie kommen nach vorne und treffen erstmal den Pfosten. Nein. Ach, es war so klar. Es hat sich aber auch dazu entwickelt, Mann. Genau, so unter Druck setzen. Okay. Ach, es war wieder unnötig. Ach, sehr gut. Wir haben zwar nicht verloren. Und ich denke mal, zu Hause machen wir das besser. Aber, na gut, wir sind auf jeden Fall schon mal Zweiter. Ich glaube sogar nächste Episode geht es halt nicht so lange gegen Neapel. Kann sogar möglich sein. Ich glaube, wir werden nächste Episode auch gegen Neapel spielen. Wir werden nächste Episode bis Neapel machen, das dann auch dann spielen. Und dann danach werden wir gegen Dortmund in der Champions League spielen, im Dezember fertig machen. Danach ist Januar, da geht es dann ran wahrscheinlich gegen Atalanta oder so. Und dann hoffentlich auch weiter in der Champions League. Gegen wen müssen wir eigentlich im Pokal ran? Gegen Hellas Verona, okay, das sollte eigentlich machbar sein. Ja, Jungs, ich würde sagen, das war eine gute Folge, das war wirklich erfolgreich. Und wir sind dann auch momentan noch Zweiter in der Champions League, weil wir ja ein besseres Torverhältnis haben. Deswegen 4 Punkte aus den ersten 3 Spielen ist okay, kann deutlich besser sein. Und wir werden es auch besser machen in der Rückrunde. Aber nur gut, Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Episode. Entweder habt ihr die Mustal schon gesehen oder ihr seht ihn jetzt von mir aus gesehen. Ciao, ciao.